Guten Tag. Als ich vor 3 Wochen einen Podcast gemacht habe über das furchtbare Unglück in Köln in der Severinstraße, da waren meine Empfindungen geprägt vor allem von Trauer wegen der Opfer, von Sorge wegen der Verschütteten, von Entsetzen wegen des unglaublichen Verlustes von Archivgut. Heute überwiegen Fassungslosigkeit und Zorn wegen eines katastrophalen Krisenmanagements, wegen des Hin- und Herschiebens von Verantwortung und nicht zuletzt wegen des katastrophalen Bildes, was Köln in Deutschland und der Welt abgibt. Wenn Helmut Schmidt bei der Flutkatastrophe in Hamburg 1962 so lange so viel nach Verantwortlichkeiten gefragt hätte, wäre die Bundeswehr niemals zum Einsatz gekommen und Hamburg würde wahrscheinlich heute noch unter Wasser stehen. Das Hin- und Herschieben von Verantwortung in Köln macht natürlich auch die Bemühungen all derer sehr schwer, die sich, wie ich, darum bemühen, für die Rettung des Kulturguts in der Severinstraße Unterstützung des Bundes zu generieren. Denn diese Unterstützung werden wir brauchen. Nicht nur die großartige Unterstützung der Rettungskräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und anderer Organisationen, nicht nur den fantastischen Einsatz von Archivaren aus ganz Deutschland und Europa, die selbstlos den Kölner Kollegen helfen. Wir werden auch viel Geld brauchen, um das Archivgut, was möglicherweise und hoffentlich gerettet werden kann, tatsächlich zu bewahren, zu restaurieren. Zu Recht haben viele Bürgerinnen und Bürger in Köln Sorge um die Auswirkungen dieser Situation auf den politischen Prozess, auf das Vertrauen in Politik, nicht zuletzt auch in einem Wahljahr. Frustrierter Rückzug, Aussteigen, empörte Abwendung, das scheint für viele jetzt Gebot der Stunde zu sein. Ich halte das für unverantwortlich. Die Bürgergesellschaft ist jetzt mehr denn je gefordert. Und gerade hier hat Köln ja eine große Tradition. Die Kölner Bürgergesellschaft ist stark. Sie ist immer stark gewesen. Sie ist nicht zuletzt geprägt gewesen von Sponsoren, von Mäzenaten. Und das Tragische an dem Unglück in der Severinstraße ist ja nicht zuletzt, dass viele das verloren haben, was sie dem historischen Archiv der Stadt Köln anvertraut hatten. Deswegen ist dort auch Zorn, Wut besonders groß. Es wird also jetzt darauf ankommen, die Bürgergesellschaft zu aktivieren. Es wird darauf ankommen, die Stimme der Bürger auch zu erheben und sie nicht abzuwenden. Es wird darauf ankommen, die Organisationen zu unterstützen, die wie zum Beispiel der Freundeskreis des historischen Archivs der Stadt Köln oder der Förderverein für das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium großartige Arbeit leisten. Meine Damen und Herren, engagieren Sie sich dort und in vielen anderen Organisationen, die jetzt konkret helfen können. Und erheben Sie Ihre Stimme, denn, meine Damen und Herren, Köln kann mehr als das, was gegenwärtig bei der Bewältigung dieser Krise von einer völlig überforderten Stadtspitze gezeigt wird. Vielen Dank.